Herzlich willkommen! Heute beschäftigen wir uns endlich mal wieder mit der großen Tafel. Und zwar mit einer ganz besonderen Deutungstechnik. Manch eine von Ihnen, die bereits meine Bücher kennt und auch schon die ein oder andere große Tafel hier auf meinem Kanal verfolgt hat, wird die nun vorgestellte Technik mit Sicherheit schon kennen. Aber es gibt ja auch genügend Einsteiger in die große Tafel und vielleicht auch manch einen, der mich noch nicht kennt. Wir werden nämlich heute über die Symbolketten sprechen. Und bislang haben wir die in all den Deutungen der großen Tafel, die ich immer sehr ausführlich behandle, angeschnitten. Angeschnitten reicht aber nicht. Und genau deswegen gibt es heute dieses Video und wir werden uns mit dem Haupttyp der Symbolkette beschäftigen, nämlich mit der geschlossenen. Doch bevor wir das tun, möchte ich erstmal kurz darauf eingehen, was eine Symbolkette überhaupt ist. Zunächst einmal, die Symbolkette ist eher etwas für Fortgeschrittene. Sie setzt voraus, dass sie mit den Häusern, also mit dem Häusersystem der großen Tafel, bereits vertraut sind. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn Sie jetzt sagen, nee, also das mit dem Häusersystem, da kam ich noch gar nicht so in Berührung, das ist mir noch fremd, dann würde ich Ihnen raten, eignen Sie sich dieses Wissen dazu erst einmal an und dann verstehen Sie dieses Video ganz sicher. Alle anderen, die mit der großen Tafel und insbesondere mit dem Häusersystem bereits vertraut sind, dürfen sich jetzt freuen. Die Symbolketten sind spezielle Verknüpfungen von Karten mit den Häusern. Wir haben ja immer eine unsichtbare Häuserebene hinter den Karten. Und jede dieser Karten liegt in einem Haus. Also verknüpfen wir jetzt verschiedene Karten und Häuser miteinander. Wir erschließen uns also einen Weg durch das gesamte Kartenbild und das geschieht über Sprünge. Das heißt, wir springen von einem Haus zum nächsten, nicht hier so der Reihe nach, sondern wild durcheinander. Aber das Ganze natürlich mit Systematik. Alles, was wir jetzt tun, ist logisch aufgebaut und von daher auch absolut logisch nachvollziehbar. Hier arbeiten wir nicht mit Intuition, sondern mit reiner Analyse. Und diese Geschicklichkeit brauchen wir ganz besonders in der großen Tafel, damit wir den besten Zugang finden zu den Botschaften, die hier drin verborgen liegen. Und das kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, die liegen manchmal ganz schön tief vergraben. Aber wir kommen daran und eben mit dieser speziellen Technik der Symbolketten kommen wir nochmal an die tieferen Schichten heran, die uns sonst so auf dieser oberflächlichen Ebene nicht sichtbar sind. Und das ist das Spannende an den Symbolketten und das ist es auch, was sie auszeichnet, dass wir hier quasi in die unsichtbaren Ebenen hineintauchen. Wie das geschieht, das erkläre ich gleich. Von den Symbolketten gibt es verschiedene Typen. Grundverschiedene Typen und vor allen Dingen eine ganze Bandbreite an Spezialfällen. Das sind so viele Spezialfälle, dass man sie gar nicht in eine kompakte Einheit packen kann. Und manchmal ist es wirklich so diffizil und tricky, dass selbst ich als Profi ein Stück weit an meine Grenzen komme. Aber mit solchen Spezialfällen setzen wir uns heute überhaupt nicht auseinander. Wir picken uns heute ausschließlich die einfachste Symbolkette heraus, die es gibt. Und das ist die geschlossene Symbolkette. Das ist der Grundbegriff für diesen Haupttyp. Und die geschlossene Symbolkette kommt nicht in jedem Kartenbild vor. Wenn Sie eine solche einmal nicht entdecken, kein Problem, dann gibt es eben keine. Dann kommen Sie trotzdem mit all den anderen Deutungstechniken weiter und möglicherweise auch mit anderen Formen der Symbolkette.
Es gibt allerdings genügend Kartenbilder, wo sie diese geschlossene Symbolkette antreffen. Weil sie eben nicht so offensichtlich präsentiert wird in den Karten, muss man danach, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, etwas graben, etwas suchen, eben analysieren. Und was noch ganz wichtig ist jetzt bei dieser geschlossenen Symbolkette, und da möchte ich gleich als erstes drauf zu sprechen kommen, sonst entgeht mir diese wichtige Information möglicherweise. Geschlossene Symbolketten haben ja hier und da auch einmal zwei Gesichterkarten an Bord. So ein Fall wird mit Sicherheit nachher auch nochmal auftreten. Und wenn zwei Gesichterkarten vorkommen in einer solchen geschlossenen Symbolkette, dann beachten wir diese zwei Gesichterkarte in ihrer Funktion nicht. Damit machen wir es uns wiederum einfach. Das heißt, alle zwei Gesichterkarten, die in einer geschlossenen Symbolkette auftauchen, sind in dem Fall keine zwei Gesichterkarten, sondern werden behandelt wie jede andere herkömmliche Karte auch. So zum Beispiel die Mäuse, nachher machen wir es an einem Beispiel fest, die haben ja normalerweise zwei Gesichter. Viele von Ihnen, die mir schon länger folgen, die meinen Blog kennen, meine Bücher, kennen sich damit aus. 100%, gerade in letzter Zeit habe ich einige Videos zum Thema Zwei-Gesichter-Karten gedreht. Und da können Sie auch gerne mal in die Playlist schauen zum Thema Deutungstechniken. Darin kommen diese Zwei-Gesichter-Karten zuhauf vor. Und ich habe sie darin auch in verschiedenen Konstellationen vorgestellt und wirklich bis auf den kleinsten Nenner gründlich auseinandergenommen. So, also diese zwei Gesichter, wie gesagt, fallen weg. Die Mäuse als Beispiel, normalerweise fressen sie zur einen Seite, vermehren zur anderen Seite hin. Dieses Modell können wir jetzt hier im Rahmen der Symbolketten nicht anwenden. Das heißt, die Funktion entfällt, die Mäuse stehen dann einfach nur für Verlust. Also alle zwei Gesichterkarten werden umgewandelt in herkömmliche Karten. Das gleiche gilt für die Botenkarten. Auch eine solche wird in einem folgenden Beispiel vorkommen. Und eine Botenkarte ist zum Beispiel der Reiter. Der wird normalerweise eben auch hinsichtlich seiner Lage unterschieden. Er kann dann eben ein spezieller Botschafter sein, wenn er sich auf etwas zubewegt. Das alles ist aber auch hinfällig, wenn wir die Symbolketten betrachten. Dann gewinnt der Reiter, wie auch die anderen Botenkarten, ihre normale, ihre ursprüngliche Bedeutung zurück. Also, jetzt geht's los mit der geschlossenen Symbolkette. Ganz wesentlich dabei, jede Symbolkette sollte maximal 3 bis 4 Sprünge umfassen. Genau so viele werden wir in unseren Beispielen machen. Alles, was darüber hinausgeht, wird unübersichtlich, verwässert die Aussage, ist nicht zielführend. Sie tun sich keinen Gefallen damit, wenn Sie eine Symbolkette versuchen zu erschließen, die über mehr als 3 bis 4 Sprünge hinausgeht. Sie verlieren sich dann irgendwo im Kartenbild und kriegen die ganze Abfolge an Karten auch nicht mehr auf die Kette, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Symbolkette, weil es einfach zu viel Information für unser Gehirn ist zum Verarbeiten. Also wir müssen immer bei einem gewissen Standard bleiben, mit dem wir von unserer Gehirnleistung her, wir gehen jetzt mal von der durchschnittlichen Gehirnleistung aus, wo wir einfach noch folgen können, wo wir die Symbole dann eben auch zusammengedeutet kriegen. Denn eine Symbolkette ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine Aneinanderreihung von Karten, sprich eine Kombination. Eben nur eine andere Art von Kombination, eine sehr komplexe, weil sie schon mal eben statt 2 oder 3 Karten auch 4 Karten umfassen kann. Darin besteht schon mal die erste Herausforderung. Und weil wir sie auch erst einmal finden müssen, das ist Herausforderung Nummer 2. Und wenn wir sie denn gefunden haben, müssen wir uns auch an bestimmte Spielregeln halten. Das ist Herausforderung Nummer 3. Und
ja, letzten Endes müssen wir diesen Komplex ja dann auch noch entschlüsseln und richtig deuten, in einen Zusammenhang stellen mit dem Rest des Bildes. Und ja, das ist durchaus anspruchsvolle Deutungsarbeit. Von daher, wenn Sie eben ja so richtig, ich sage jetzt mal, ein Greenhorn sind in der großen Tafel, eben sich darin noch nicht sicher bewegen können, dann sollten Sie grundsätzlich von den Symbolkarten erstmal noch die Finger weglassen. Alle anderen sind herzlich dazu eingeladen, sich an diesen Symbolketten auszutoben, sage ich jetzt mal. Übrigens, mein Name ist Kathleen Bergmann. Ich bin Lenormand-Expertin und heute eben auch Ihr Lenormand-Coach. So, die geschlossene Symbolkette ist die bedeutungsvollste von allen Symbolketten. Das heißt, in der Gesamteinschätzung, in der Gesamtbewertung des Kartenbildes müssen wir sie in der Hierarchie ziemlich weit nach oben stellen. Es gibt ja gewisse Deutungshierarchien. In meinem Lehrbuch zur großen Tafel, der Lenormand-Kartenlehrgang, Band 3, Aufbaukurs, so heißt dieses Buch. Sie sehen es hier eingeblendet. Finden Sie eine komplette Anleitung von A bis Z durch die große Tafel gelegt mit dem 9x4-Legesystem. Und selbstverständlich sind dort auch die Symbolkarten Inhalt des Buches, und zwar alle Symbolketten, alle Haupttypen, die es gibt. Was wir jetzt noch differenzieren müssen, ja, wir haben schon gesagt, also Symbolketten sind hierarchisch ziemlich weit oben angeordnet. Das heißt, sie spielen eine ganz wichtige Rolle im Gesamtkontext der Legung. Wir dürfen sie nicht einfach so links liegen lassen. Das heißt, dürfen wir schon, aber dann fehlt uns am Ende vielleicht eine wesentliche Information. Das heißt, diese Symbolketten sind ein Botschafter für Ereignisse und Entwicklungen. Und damit haben sie eben eine Daseinsberechtigung, so wie alle anderen Deutungstechniken auch. Was jetzt aber noch ganz wichtig ist, heute besprechen wir nur eine Symbolkette, die in die Zukunft hineinweist. Es gibt nämlich auch Symbolketten, mit denen wir etwas über die Gegenwart, über den gegenwärtigen Zustand der befragten Situation aussagen können. Diese gegenwärtigen Symbolketten lassen wir heute außen vor. Ich will das Ganze nicht zu kompliziert machen. Meine Videos sind ohnehin schon immer lang genug und ich möchte ja auch, dass Sie mir mit Ihrer vollen Aufmerksamkeit folgen können. Von daher bitte, gegenwärtige Symbolketten können Sie in meinem Buch nachlesen. Die sind dort auch ebenso ausführlich beschrieben. So, also der Unterschied, ein Botschafter für die Gegenwart, ein Botschafter für die Zukunft. Heute beschäftigen wir uns mit einem Haupttyp für die Zukunft. Und das ist jetzt auch noch ganz wichtig. Es tut mir so leid, dass ich so einen langen Vorlauf habe, aber all diese Informationen sind essentiell, wenn Sie die Symbolketten wirklich von Grund auf verstehen wollen. Und manchmal kommt man an so ein bisschen Theorie nun mal nicht vorbei. Wenn man es dann einmal verinnerlicht hat, ist ja der Theorieteil auch rum. Ne? Dann kann man wirklich so viele Praxisbeispiele durchexerzieren, wie man nur möchte. So, eine Symbolkette hat in aller Regel nichts mit einer anderen Symbolkette zu tun, außer die überschneiden sich an gewissen Punkten. Das sind natürlich dann wieder alles diese Spezialfälle. Ansonsten ist eine Symbolkette ein Strang. Das heißt, ein wesentliches Element der Gesamtdeutung. Eine andere Symbolkette, die im selben Bild vorkommt, ist wieder ein eigener Deutungsstrang für sich. Das heißt, hier können wir verschiedene Botschaften entnehmen, die dann natürlich eingebettet werden in den Gesamtkontext. Am Schluss wird ja wieder alles zusammengeworfen, damit wir eine Gesamtanalyse, eine in sich schlüssige Geschichte hervorbringen können. Aber so für sich genommen ist erst einmal jede einzelne Symbolkette ein eigener Botschafter.
Also erstmal genug Theorie. Wir steigen jetzt unmittelbar in das erste Praxisbeispiel ein. Doch eins muss ich aber noch vorwegnehmen. Das ist nämlich die absolute Grundlage für eine Symbolkette, die in Richtung Zukunft weist. Dafür müssen wir uns als Ausgangspunkt immer das Haus der jeweiligen Themen- oder Personenkarte anschauen. Symbolketten werden grundsätzlich nur von Personenkarten ausgehend untersucht oder ausgehend von Themenkarten. Diese variieren natürlich, je nachdem, welches Thema Sie besprechen und behandeln wollen mit den Karten. Und vorher haben Sie ja auch Ihre Themenkarten in aller Regel festgelegt, sodass Sie wissen, okay, jetzt zum Beispiel wie hier geht es um die Liebe und dann brauche ich das Herz, ich brauche den Ring und ich brauche die beiden Hauptpersonenkarten. Gegebenenfalls noch weitere wichtige Karten. Die Wege sind bei mir sehr häufig eine Themenkarte, die ich mit einbeziehe. Es kann auch mal das Haus sein, wenn es zum Beispiel um Zusammenleben oder um Umzug geht. Dazu übrigens habe ich eine ganz tolle große Tafel. Da geht es um eine Auswanderung und in Verbindung mit einer Liebesbeziehung. Die können Sie sich gerne anschauen. Die habe ich Ihnen hier oben verlinkt. Und da deute ich zum Beispiel eine große Tafel von A bis Z einmal durch mit allen Deutungstechniken, die auch nur da drin vorkommen. So. Jetzt aber Fokus auf die Symbolkette, die allererste. Wir haben gesagt, Ausgangspunkt ist für eine zukünftige immer das Haus der jeweiligen Personen- oder Themenkarte. Wir wählen jetzt hier das Haus der Dame aus. Das ist erstmal am einfachsten, sich vielleicht auch mit sich selber zu beschäftigen und zu gucken, okay, für mich, welche Botschaft liegt denn für mich bereit oder was steht für mich jetzt in Zukunft an? Das sind immer so die zentralen Fragen, die man sich dann stellen kann. Also, hier liegen die Wege im Haus der Dame. Im Haus 29 befinden sich jetzt die Wege. Nun machen wir schon unseren ersten Sprung, und zwar direkt ins Haus der Wege. Dort befinden sich die Wolken. Also haben wir schon den ersten Zusammenschluss zwischen Wege und Wolken. Merken, ganz wichtig. Weiter geht es, indem wir uns jetzt in das Haus der Wolken begeben. Sie merken, es ist ganz einfach. Man kettet im Prinzip die Symbole einfach nur aneinander. Also, im Haus der Wolken sind die Mäuse. Wow, jetzt haben wir immerhin schon drei Positionen durch. Also, wir haben uns bewegt. Ausgangspunkt hier vom Haus der Dame hin zum Haus der Wege hin zum Haus der Wolken. Da sind wir jetzt angekommen und jetzt müssen wir natürlich erfahren, was liegt denn im Haus der Mäuse? Und siehe da, da befindet sich wieder unsere Dame, von deren Haus wir ursprünglich ausgegangen sind. Und genau deswegen und darauf gründet sich die geschlossene Symbolkette. Warum? Weil wir am Endpunkt wieder bei der Karte ankommen, wo wir vom Haus her begonnen haben. Es endet an der Dame und es hat begonnen im Haus der Dame. Und dadurch kommt dieser Kreis zustande. Das heißt, eine geschlossene Symbolkette ist nichts anderes wie ein Kreis. Also, das darf man sich jetzt nicht so geometrisch vorstellen, weil wir sind ja hier nicht im Kreis gewandert. Wir sind gesprungen über verschiedene Punkte, aber wir kommen wieder am selben Punkt heraus. Ne? Sozusagen haben wir hier im übertragenen Sinne einen Kreis gebildet. Also, jetzt muss das Ganze nur noch entschlüsselt werden. Unsere Symbolkette haben wir gefunden. Übrigens, es lohnt sich schon, ein Kartenbild auch ganz gezielt nach Symbolkarten abzusuchen. Das muss man nicht unbedingt zwanghaft machen.
Ja, und man darf es vor allem auch nicht übertreiben, denn das kann auch alles schnell zu viel werden. Wenn da x Symbolketten drin sein sollten, dann kommen sie am Ende wirklich in Teufelsküche, weil sie sich dann irgendwann nicht mehr auskennen. Dennoch lohnt sich die Suche nach Symbolketten immer und auch ich als Profi muss mir das wirklich immer noch gesondert angucken. Manche Symbolketten werden einem präsentiert, also naja, präsentiert ist übertrieben, die werden einem so ein bisschen dargeboten oder dargereicht vom Kartenbild. Ja, die drängen sich schon fast auf und die ergeben sich dann einfach beim Deuten der ganzen Tafel. Und dann entdeckt man sowas auch relativ schnell, weil man so vom einem aufs andere kommt. Andere Symbolketten hingegen sind wirklich sehr tief vergraben, wie ich das am Anfang schon gesagt habe. Und dann muss man sich einfach gründlich auf die Suche machen und sich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen. Aber es lohnt sich am Ende. Also jetzt kommen wir nämlich noch zur Deutung. Also es heißt für die Dame, wir gehen jetzt mal von der Ratsuchenden aus, präsentiert durch die Dame. Gibt es also in Zukunft, wichtig, Zukunft, ne? Gibt es eine Entscheidung. Aber jetzt machen wir nochmal die Symbolkette, ne? Wir dröseln es jetzt nochmal auf. Über diese Entscheidung herrscht sehr viel Unsicherheit und Unklarheit. Was passiert mit dieser Unklarheit? Bleibt die denn bestehen? Kann die Entscheidung getroffen werden? Oder löst sie sich am Ende auf? Und genau das erfahren wir jetzt über die Mäuse im Haus der Wolken. Die Mäuse nicht als Zwei-Gesichter-Karte bedeutet, ganz, ganz, ganz wichtig, ich habe sie am Anfang auch schon mal erwähnt, dass es so entscheidend ist, Zwei-Gesichter-Karten verlieren ihren Funktionsstatus, haben ihre ganz normale herkömmliche Bedeutung. Bei den Mäusen ist das immer der Verlust. Also verliert sich diese Unklarheit bezüglich einer Entscheidung, die die Dame zu treffen hat. Und schon haben wir eine super wichtige Botschaft gewonnen. Und wie ich es vorhin auch schon angekündigt hatte, eben diese Symbolketten, besonders die geschlossenen, sind Botschafter. Und einen dieser Botschafter haben wir jetzt sozusagen befragt und eine Antwort erhalten. Und schon entschlüsseln wir die zweite Symbolkette, die in diesem Kartenbild auftaucht. In diesem Fall betrachten wir uns eine Themenkarte. Eben waren wir bei der Personenkarte und jetzt wechseln wir zu einer elementaren Themenkarte, nämlich dem Ring. Also, ausgehen wird das Ganze wieder vom Haus des Ringes. Dieses befindet sich hier. Ganz entscheidend, zukünftige Symbolketten gehen immer vom Haus der jeweiligen Karte aus. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Wenn wir nämlich von der Karte ausgehen, dann erschließen wir uns eine gegenwärtige Symbolkette. Aber das ist alles im Buch genauer beschrieben. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Also, wir befinden uns genau richtig im Haus des Ringes. Dort finden wir das Kind vor. Also machen wir jetzt, bevor wir deuten, wieder einen Sprung weiter. Gehen in das Haus des Kindes. Aha, da ist der Reiter. Und jetzt müssen wir uns zwangsläufig das Haus des Reiters betrachten. Und wen finden wir davor? Im Haus des Reiters finden wir erneut den Ring, der ja unsere Ausgangsbasis war. Und das ist jetzt eine der Symbolketten mit eben nur ganz wenigen Schritten, also der Mindestanzahl von Schritten. Dafür aber sowas von aussagekräftig, wenn wir das Ganze jetzt ummünzen und wie eine Art Kombination betrachten, dann können wir darüber eine Aussage machen, nämlich Kind im Haus vom Ring, ach, das ist schon mal ganz nett, da gibt es also einen Neuanfang. Ja? Und mit dem Reiter wird das Ganze nochmal irgendwo beschleunigt, das bekommt eine gewisse Dynamik, da ist Kraft dahinter
Und das Ganze ist auch wirklich, man kann sagen, das ist gewollt, ja. Und das arbeitet gut drauf hin. Denn Kind und Reiter zusammen, das ist immer so ein Turboantrieb. Da geht richtig was, ja. Und also, was wird hier sozusagen in Bewegung gebracht? Ja, der Neuanfang der Beziehung. Und das haben wir uns ganz einfach nur über diese geschlossene Symbolkette erarbeitet. Jetzt müssten wir das Ganze natürlich auch noch im Gesamtkontext betrachten und müssten schauen, ob das eben auch noch durch andere Deutungstechniken, die wir anwenden, untermauert wird oder ob es vielleicht auch Gegenspieler, Gegenläufer gibt. Also kein Kartenbild ist nur schwarz oder weiß. Gibt immer gewisse Grauzonen, weil auch wie im Leben alles nicht ganz so einfach ist. Ja, aber hier einmal wirklich so ein ganz klassischer, ich würde schon fast sagen plakativer Fall, wo das Ganze erstmal von der Tendenz her gut aussieht, weil immerhin eine geschlossene Symbolkette einen sehr hohen Aussagewert für den Gesamtkontext, für die Gesamtaussage des Kartenbildes hat. Und schon sind wir beim dritten Beispiel angelangt. Und dieses Mal habe ich das Thema sowie das Kartenbild gewechselt, damit wir uns einfach nochmal mit einem anderen Beispiel ausprobieren. Jetzt geht es nämlich um den Beruf. Übrigens, diese Karten sind das Floranium Lenormand. Das ist ein Kartendeck von mir, welches ich besonders liebe für die große Tafel. Ich finde, mit kaum einem anderen Deck kann man so exzellent, so deutlich die große Tafel lesen wie mit diesem. Und das geht mir selbst als Profi so. Also für Anfänger ist dieses Kartendeck super gut geeignet. Ich würde es gleichsetzen mit der blauen Eule, die ja auch immer gerne Anfängern empfohlen wird. Aber die blaue Eule ist natürlich schon so ein bisschen oldschool. Ich mag sie trotzdem immer noch, aber das Floranium sticht für mich die blaue Eule, weil es eben etwas moderner, etwas frischer ist und trotzdem absolut präzise das Symbol im Fokus steht, ohne Ablenkung. Und das ist nämlich die Hauptsache, wenn man die große Tafel deuten möchte, kommt es entscheidend darauf an, dass man die Symbole sofort erfassen kann und nicht erst lange suchen oder rätseln muss, auf welcher Karte sich das jeweilige Symbol befindet. Hier ist es also absolut einleuchtend und klar. Man schaut drauf und hat alle Symbole sofort im Blick. Und das ist eben gerade für Anfänger von einer entscheidenden Bedeutung, dass sie sofort zu den jeweiligen Symbolen finden. Das macht sich besonders stark bemerkbar im Rahmen dieser Symbolketten. Jetzt mit dem dritten Beispiel, und zwar gehen wir einmal jetzt vom Beruf aus und dafür ist natürlich der Anker interessant. Beziehungsweise, wenn wir jetzt eine zukünftige Symbolkette erschließen, müssen wir den Blick ins Haus des Ankers werfen. Dort befindlich die Schlange. Das heißt, es gibt auf jeden Fall Komplikationen, Manipulationen. Also da ist einiges am Kochen und Brodeln. Eigentlich habe ich jetzt schon zu viel vorweggenommen, denn wir sollten uns erst die Symbolkarte erschließen. Also, Schlange im Haus des Ankers. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was befindet sich denn im Haus der Schlange? Dort sind es die Lilien. Gehen wir weiter. Ins Haus der Lilien. Da kommen wir an bei den Störchen. Und nun müssen wir weitergehen ins Haus der Störche, wo sich wiederum der Anker befindet. Ja, nämlich weil es eine geschlossene Symbolkarte ist, kommen wir wieder bei der Karte heraus, bei dessen Haus wir begonnen haben. Und jetzt gilt es nur noch, das Ganze wieder in einen Kontext, in eine schlüssige Aussage zusammenzufassen. Also vorhin schon erwähnt, Komplikationen, Manipulationen, einfach, ich sage es jetzt mal ganz grob, böses Blut, ja, gibt's hier am Arbeitsplatz. Und die Lilien haben für mich in Bezug auf Beruf, wo sie ja eher weniger eine sexuelle Konnotation haben oder eine körperbetonte Konnotation,
hier überwiegend eine Bedeutung Arbeitsumfeld. Das steht auch in meinen Büchern drin. Die Lilie wechselt in dem Fall ihre Bedeutung, weil es um den Beruf geht. Also im Arbeitsumfeld, unter den Kollegen könnte man auch so sagen, gibt es hier irgendwelche unguten Machenschaften. Und jetzt vom Haus der Lilie ausgehend, bei den Störchen, können wir schon mal sagen, da verändert sich aber etwas. Weil zum Beispiel eine treibende Kraft dieser, ich sag jetzt einfach mal irgendwie Verschwörung, kündigt, ja, oder weil irgendetwas in dieser Konstellation zusammenbricht oder auseinanderbricht und sich dadurch diese Situation verändert, Störche. Und hier haben wir eben am Schluss wieder den Anker. Und ja, hier können wir ganz deutlich oder klar und deutlich sagen, es verändert sich hier etwas am Arbeitsplatz und innerhalb der Situation, wo eben diese ganzen schwierigen Umstände vorgeherrscht haben. Und das alles wieder auf die Zukunft umgelegt. Und wer jetzt ganz clever ist und dieses Kartenbild vielleicht noch mal für ein paar Minuten gründlich betrachtet, jetzt im Anschluss, ja, wenn Sie sich vielleicht noch mal Zeit nehmen möchten, der wird in diesem Kartenbild auch noch auf eine weitere Besonderheit treffen. Keine Symbolkette, aber ich verrate es nicht, was es ist. Das ist gemein. Ich schreibe es unten in die Kommentare dann rein. Ich möchte aber, dass Sie selbst drauf kommen. Das ist jetzt sozusagen noch ein Rätsel, was ich Ihnen mit auf den Weg gebe. Es gibt eine ganz vorherrschende Konstellation in diesem Kartenbild, die in der Deutungshierarchie extrem weit oben steht. Mit am weitesten oben überhaupt. Das heißt, das ist ein so starkes Augenmerk im Gesamtkontext dieser Legung. Und ich gebe Ihnen nur mal einen Tipp, schauen Sie mal lieber in die Hälfte des Kartenbildes, ob Sie entdecken können, worum es geht. Und das hat auch wieder etwas mit den Häusern zu tun, das nochmal als sehr starker Hinweis. Und etwas, was nicht in jedem Kartenbild vorkommt und deswegen umso bedeutungsvoller ist. Alles andere werde ich im obersten Kommentar auflösen. Und ich bin super gespannt, ob Sie drauf kommen, um was es sich handelt und wie Sie es denn deuten würden. Das ist eigentlich ganz einfach, ja. Aber man muss sich so ein bisschen auskennen. Und wer mein Buch gelesen hat, der findet hier diese Konstellation. Also viel Spaß dabei beim Entschlüsseln und bis bald. Wir sehen uns wieder mit weiteren tollen Legungen.